fantastischen Stellplatz gefunden. Das ist noch nicht mal ein Campingplatz, ein richtiger. Es gibt auch kein Personal, es gibt da nur ein Sanitärhäuschen und einen Bezahlautomaten. Kann man mit Kreditkarte bezahlen. Aber jeder Platz hat Strom. Es gibt ein Grillhaus. Die Sanitäranlagen sind erste Sahne. Alles, was man braucht. Versorgung, Entsorgung fürs Wohnmobil. Super Plätze. Ich mache gleich ein paar Videoschnipselchen hier vom Platz. Heute Abend da vorne ist eine Grillhütte. Da werden wir wohl schönes Feuer machen. Da liegt Buchenholz fertig aufgeschlagen bereit. Das ist so, wie man sich Schweden mit dem Wohnmobil besser gar nicht wünschen kann. Wir sitzen direkt am Wasser, an einem kleinen See, haben ein schattiges Plätzchen, es ist molle warm, wir haben locker 28 Grad und hier ist es jetzt richtig, richtig, richtig schön. Mal gucken, was wir machen. Vielleicht bleiben wir hier einfach. Wir müssen Samstag zur Fähre nach Trelleborg, das ist von hier aus nicht so weit, anderthalb Stunden vielleicht, zwei. Und vielleicht bleiben wir einfach hier. Mal gucken. Ein bisschen wandern, hier kann man auch ganz gut laufen. Sind zumindest Wanderwege ausgewiesen, wir werden sehen. Soweit erstmal der Auftakt zu diesem schönen Platz und nachher zeigen wir dann noch was vom Grillen und von den Dingen, die wir hier sonst noch so erleben durften. Bis später. So, die Pfanne ist am Feuer, die Butter brutzelt, jetzt kommt der Speck rein und danach die Kartoffeln und die Zwiebeln. Machen wir mal lecker Bratkartoffeln und dazu gibt es dann noch ein bisschen Fleisch und Wurst. Und das Ganze auf dem herrlichen Feuerchen hier. Zwiebeln und Knoblauch zu. So, kochen am Feuer ist doch immer wieder toll. Das habe ich zwar auch so gesagt, aber völlig anders so gesagt, als ich jetzt wieder angefangen habe, vor mich hin zu quatschen. Ist richtig toll. So muss das mit dem Camping, in Anführungsstrichen Camping, sein. Wenn man mit dem Wohnmobil durch die Gegend fährt, in so einem schönen Land wie Schweden, dann möchte man auch solche schönen Plätze haben und nicht irgendwelche Tourismus-Campingplätze, wo es die Pommesbude mit Currywurst gibt. Nee. Also hier ist richtig genial. Eben schon mal so für mich formuliert oder für uns formuliert. Man ist, upsala, habe ich mich ja glatt aus dem Fokus verloren. Aus der Bildmitte. Ja, was wollte ich sagen? Ah ja, hier ist man
so weit drin vom Gefühl her. Ne? Der eine oder andere mag das völlig anders fühlen, aber wir fühlen das so weit drin in der Natur, dass man sich gerade noch sicher und aufgehoben fühlt und nicht so, wir sind ja keine Buschkrafter, die jetzt alleine irgendwie abenteuermäßig im Wald übernachten müssen. Wir haben es da schon noch ein bisschen, gerne ein bisschen sicher, vor allem wegen der Kleinen. Ich würde das ja schon mal reizen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es ist ausreichend sicher, so vom Ambiente her, vom Rundherum, weil schon irgendwie ein abgegrenzter Platz, auch wenn es hier keinen Zaun und gar nichts gibt, da ist direkt der Wald hinter unserem Auto. Und also es ist ausreichend nah an der Natur, sag ich mal, aber es ist auch genau weit genug weg von der Zivilisation, von den Menschenmassen. Hier ist es richtig ruhig, ein paar Leute sind da, ein paar Autos sind auch gekommen, aber es ist total leer. Man steht weit auseinander, keiner nervt einen. Ja, und man kann hier halt auch solchen schrägen Hobbys wie ich koche gerne am offenen Feuer nachgehen, was ich die ganze Zeit hier schon tue und euch ja zeige. Und das mache ich immer lieber, habe ich jetzt erst mit angefangen dieses Jahr. Aber ich glaube, ich werde mir zu Hause auch so einen Platz einrichten, wo ich das machen kann. Und da öfter mal was brutzeln, nicht immer nur so einfache Dinge, vielleicht auch mal was Komplizierteres. Und euch daran teilhaben lassen. Jo, Kochen steht ja mit auf dem Programm für diesen Kanal. Und warum nicht auch so? So, das ist mal praktisch. Zwei so Schwenkgrillroste hier zu haben. Und da kann man die Pfanne oben drüber lassen zum Warmhalten und unten drunter schon das Fleisch auf den Grill packen. Das braucht jetzt noch einen Moment. Die Würstchen sind schon quasi instantan fast fertig. Die muss ich da glaube ich gleich runternehmen, sonst werden die schwarz. Aber die Hitze ist schon ganz ordentlich, aber das Fleisch braucht noch einen Moment. Nein, jetzt. Da gibt es noch ein paar Lätzchen zu, dann ist das ein lecker Essen. Das war dann doch auch ein ganz lustiger Tag noch und werden morgen Richtung Trelleborg fahren und dann noch ein bisschen Stadtbummeln machen und solche Geschichten. Und dann kommt auch schon bald der Rückreisetag, der Samstag. Ja, dann schließe ich mal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.